Endlich ist es soweit. Miguelito hat es vollbracht. Das schöne Igelhaus, was der Kasi at Nature gebaut hat, endlich zu positionieren. Es brauchte etwas Zeit, um festzustellen, wo die Igel sich bewegen, damit sie letztlich diesen schönen Diner, das schöne Futterhaus, auch wirklich ansteuern würden. Jetzt wird ein bisschen rumgemanscht, ein paar Reste für die Igel sind geblieben, die geeignet sind. Aber zunächst einmal werden ein paar Wildkameras vorbereitet, in diesem Fall die K und F, die sich hier dadurch auszeichnet, dass die Optik, worauf ich jetzt diese Nahlinse für Nahaufnahmen anbringe mit Heißkleber, die Optik und links und rechts davon die Infrarotbeleuchtung, die Vielzahl der LEDs, sich auf einem Niveau befinden, und zwar im unteren Teil der Kamera. Das heißt, ich kann diese Kamera direkt auf den Boden stellen und kann dann ohne großen Aufwand auch die Kamera jeden Tag checken, überprüfen, entnehmen und jetzt wieder einsetzen. Die Kamera ist nicht unbedingt einer meiner Favoriten, aber dafür ist sie geeignet. Ja, und als erstes sind Ameisen da, die den Eingang des Diners besuchen und auch von einer Amsel weggefuttert werden. Und siehe da, eine Spitzmaus, die riechen und schmecken alles sofort. Sie ist als erstes da, um hier auf dem Nassfutter des Katzenfutters schon mal ein paar Happen mitzunehmen. Ja, sie erkundet den Eagle Diner, das Innere, und siehe da, eine der Nachbarskatzen kommt vorbei und ist von dem Geruch auch sehr verlockt. Aber das ist jetzt einfach mal so, der Diner steht schon seit einigen Wochen. Aber seit einer Woche haben die Igel diesen Diner, diese Futterstation, das Schnellrestaurant mit dem Buffet gefunden. Und jetzt, na, das ist jetzt das Interessante. Auf Anraten von Kasi habe ich die Rattenklappen alle erst einmal hochgeklappt. Und momentan tritt der Igel nur durch die geöffnete Klappe ein und kommt in das Innere. Ihr seht, dort sind zwei Kameras postiert. Die eine, die K&F, hatten wir eben gerade zuletzt aufgestellt und präpariert. Und jetzt hat er etwas zu kämpfen mit dem Plastik dieses Katzennassfutters, aber hat sich jetzt den Zugang zum Inneren verschafft. Ja, ich halte es jetzt ein wenig spärlich mit dem Futter. Wie gesagt, Katzennassfutter ist dabei, ein halbes gekochtes Ei ist dabei und ja, das fiel mir ganz leicht. Ich habe hier mit Blättern ein paar Buchsbaumzünsler-Raupen dazu gepackt. Mal schauen, ob der Igel vielleicht daran Freude findet oder ob die alle geflüchtet sind. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall wird er jetzt herzhaft zugelangt. Die beiden Kameras leuchten die Szene aus, nehmen die Aufnahmen, machen diese schönen Aufnahmen jetzt letztlich hier. Und ich muss gestehen, ich hatte wie gesagt das Ganze jetzt schon etwas länger im Einsatz, aber es brauchte etwas Zeit, um, ich sag mal, eine schöne Aufnahmen zu erreichen. Nicht, weil der Igel nicht mitgespielt hat, nein, weil ich erst ein bisschen ausloten musste, die richtige Technik einzusetzen. Das heißt, die Wildkameras richtig positionieren, die richtigen Nahlinsen einzusetzen, richtig auszurichten, dass sie sich gegenseitig nicht so stark anleuchten und so auch ein bisschen sicherer machen. Wenn der Igel hier im Haus unterwegs ist, hat er auch immer wieder mal eine Kamera umgeworfen. Deswegen habe ich eine der beiden Kameras mit einer Wandhalterung innen befestigt. Und ihr seht jetzt auch, besonders interessant ist die Szenerie immer dann, wenn die zweite Kamera anspringt und die Beleuchtung von der Seite vornimmt. Das direkte Licht ist nicht unbedingt immer so schön. Ich finde, das ist der besondere Effekt, der dadurch erzielt wird, wenn man mehrere Kameras einsetzt und damit solche besonderen Beleuchtungseffekte hat. Hier leuchtet jetzt die kleine Victra HC100, eine Kamera, eine Mini-Wildkamera, die ansonsten bei mir überhaupt nicht beliebt ist. Aber so ist es halt, Wildkameras, die ansonsten nicht so besonders überzeugen, können immer noch mal eine zweite Chance bekommen, indem sie für Nahaufnahmen, für Makroaufnahmen in Kombination mit Nahlinsen zum Einsatz gebracht werden. Das zeigt sich hier jetzt eigentlich auch ganz eindrucksvoll. In gleicher Weise mit der K&F, eine Kamera, die mich nicht so ganz überzeugt, aber auch hier für Aufnahmen im Nahbereich kann sie wirklich gute Ergebnisse erzielen, hier in Kombination mit der Victra HC100. Und das ist halt eben das, was meistens, da muss es erst ein bisschen ausprobieren. Es ist nicht so, dass man auf Anhieb, ich sag mal, Jagderfolg hat, auf Anhieb schöne Aufnahmen erzielen kann
die Kombination letztlich erfolgreich hinzubringen. Da rufe ich euch alle zu, für diejenigen, die das auch machen möchten, habt etwas Geduld. Der Erfolg stellt sich nicht immer sofort ein. Das braucht etwas Mühen, etwas Erprobung. Da muss man, ja, es ist ein bisschen Trial and Error, muss man ganz klar sagen. Ja, dieser Igel hier, ich glaube, das ist ein Männchen. Aus einigen Perspektiven heraus sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob mittlerweile schon mehrere Igel diesen Diner entdeckt haben. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen in der Saison hier beobachten, welche Igel hier unterwegs sind und ob man Unterschiede sieht. Ja, jetzt scheint das Restaurant das Buffet zu verlassen. Er hat auch im Wesentlichen nicht alles, aber das meiste abgeräumt. Nein, der Rückzug wird angetreten. Ja, es wirkt jetzt so, er ist unentschlossen. Hat er noch Appetit? Wird er jetzt ärgerlich, weil er nichts findet? Oder findet er den Ausgang nicht? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Es scheint eine Mischung aus beiden zu sein. Jetzt sieht es fast ein bisschen so aus, als wenn er zwischenzeitlich in Panik gerät und nicht weiß, wie er hier aus dem Diner rauskommt. Aber siehe da, er hätte da rauskommen können. Ah, die Igelklappe. Quatsch, die Rattenklappe war zu. Vielleicht hat ihn das noch abgehalten. Da gibt es bestimmt viele von euch, auch Kasi at Nature, gebt mir mal einen Tipp, wie ich jetzt weiter vorgehen soll. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die Rattenklappe wechselseitig mal den linken Eingang geschlossen habe, mal den rechten Eingang geschlossen habe. Ich will jetzt einfach mal den Igel daran gewöhnen lassen, wie er durch diese Rattenklappe reinkommt. Erfreulicherweise, Ratten gibt es zwar noch, aber die haben sich hier noch nicht rangewagt. Ja, er dreht sich hier teilweise wie ein Brummkreis und man weiß nicht so recht, ist er jetzt verärgert, weil er nichts weiteres zu fressen findet. Ich hatte jetzt hier relativ wenig nur noch postiert auf dem Buffet. Oder ist es so, dass er jetzt ärgerlich wird, dass er nicht rauskommt. Jetzt schmeißt er auch gleich noch die K&F um, siehe da. Aber jetzt geht er durch den linken Ausgang raus mit der Rattenklappe. Ob er da jetzt draus gelernt hat, schauen wir mal. Ja, jetzt stoppt er nochmal, sucht den, schnuppert am rechten Ausgang. Wahrscheinlich denkt er sich jetzt, Mensch, es ist viel zu wenig da, ich hätte mehr haben müssen. Und jetzt wandert er doch ab. Aber wenige Minuten später, siehe da, springt wieder das Licht an. Katzen aus der Nachbarschaft, hier eine Katze, die ich so am Tage noch nicht gesehen habe. Ob die von dem Duft angelockt ist, ich weiß es nicht. Meine Erfahrung ist jetzt mittlerweile, dass jetzt in der Saison, wo die Vogelbrut läuft, in meinem naturnahen Garten mit viel Gebüsch, mit viel Hecken, mit vielen Brutmöglichkeiten, dieser Kater, jetzt sieht man das Gehänge hinten dran, alles klar, ist ein Kater. Die Katzen suchen das ganz gerne aus und räubern in den Nestern. Ich will euch aber noch was anderes zeigen. Ich habe hier mehrere Kameras zum Einsatz gebracht und diese Kamera hier, ganz rechts seht ihr sie, das ist eine kleine Kamera von Technax, eine Birdcam. Ich habe da differenzierte Erfahrungen mitgemacht, da komme ich aber nochmal in meinem gesonderten Review dazu. Die Besonderheit ist, man muss exakt auf einem Abstand von 10 cm ist der Fokusbereich. Und deswegen habe ich hier mit Heißkleber ein Holzstäbchen befestigt, um für mich eine Orientierung zu haben, wie weit muss das Objekt entfernt sein. Jetzt ist dieses Stäbchen mal wieder abgebrochen. Jetzt mache ich es aber ganz einfach. Ich muss den Heißkleber nicht entfernen. Ich nehme jetzt eine Heißluftpistole, erwärme den Heißkleber und bringe das Stäbchen wieder an. Dazu mache ich die Kamera an und kann dann sehen, das Stäbchen, beziehungsweise ich sehe dann in dem äußeren Bereich des Monitors, wo das Stäbchen sich befindet, und ich will das nicht direkt im Bild haben, weiß aber, okay, oberhalb des Stäbchens ist der Aufnahmebereich, wo ich auf 10 cm Entfernung scharfe Aufnahmen machen kann. Also man muss nicht immer gleich alles wegschmeißen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Diner wird wieder beschickt und in den nächsten Wochen soll es wohl so sein, dass ich hoffe mal mehrere Igel dieses Buffet annehmen werden und für den Winter damit gut gerüstet sind. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Tipp geben, wie ihr eure Videos, die ihr mit verschiedenen Kameras gemacht habt, am einfach die Dateien umbenennt, um sie letztlich für eine automatische Sortierung nach einem zeitlichen Ablauf nutzen zu können. Voraussetzung ist, ihr müsst Datum und Uhrzeit in der Wildkamera eingestellt haben. Also, ich verwende das Programm Joe,
habe jetzt auf der rechten Seite im Windows Explorer die Dateien, die ziehe ich rüber in das Programm und habe in der Zeile das Sortierkriterium, wie die Dateien umbenannt werden soll, eingegeben und habe dabei auch die Wildkamera im Titel in diesem aufgenommen. Jetzt sind automatisch alle Aufnahmen sortiert und zwar zeitlichem Ablauf entsprechend. Das muss in der Wildkamera eingestellt sein. Jetzt kopiere ich alle Szenen einer Wildkamera zu den anderen Szenen und automatisch, da das Sortierkriterium Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit voransteht, sortieren sich die Aufnahmen in dem jeweiligen Verzeichnis automatisch in der richtigen Reihenfolge. Wie gesagt, Voraussetzungen, Datum und Uhrzeit sind richtig eingestellt. Das ist mir deswegen auch immer wichtig, weil ich mir die Arbeit somit deutlich erleichtere und somit Videos, die mit mehreren Kameras gemacht worden sind, von einer Szene, habe ich automatisch eine Sortierung und die Geschichte, die sich da erzählt, die wird dann viel interessanter, als wenn man nur eine Kamera verwendet hat. Jetzt sind alle Szenen gleich zusammen. Es wird noch ein bisschen rüber kopiert. Das sind eine ganze Menge Dateien, die da bei diesem Eagle-Film jetzt beispielhaft zusammengekommen sind. Hier habe ich, glaube ich, jetzt muss ich mal überlegen, 4 oder 5 Kameras verwendet. Insofern kommt eine ganze Menge Videomaterial, also Rohmaterial zusammen. Und wenn jetzt alles gleich rüber kopiert ist und das Sortierkriterium, jetzt sehen wir das nochmal hier, die einzelnen Videos sind zusammengesortiert. Jetzt kann ich das Ganze im Videoplayer, ich verwende dazu den VLC-Player, weil er tolerant ist und relativ gut alles verarbeitet. Jetzt sichte ich das, habe sogar noch bei der Video-Wiedergabe eine schnellere Video-Abspielzeit eingegeben, meine Wiedergabegeschwindigkeit erhöht und so sichte ich jetzt ganz schnell alle Aufnahmen und sehe die ersten Eindrücke, was hat sich da abgespielt, wie sieht das Ganze aus und kann dann entscheiden, welche einzelnen Videosequenzen behalte ich, welche lösche ich, welche möchte ich verarbeiten. Und wie gesagt, wenn das Datum und Uhrzeit richtig eingestellt ist, läuft das Ganze jetzt automatisch im korrekten zeitlichen Ablauf. Und das macht die Sache deutlich einfacher und auch für die Archivierung der einzelnen aufgenommenen Dokumentation, Fotos und Videos macht es das Leben viel, viel leichter. Und so mache ich das seit vielen Jahren. Und wenn ihr Spaß habt, könnt ihr das ja auch übernehmen. Und über Tipps, die ihr habt, bin ich gerne offen.